Filmfreunde zu einem neuen Video mit mich hier auf dem Kanal vom lieben Boris 82. Ich bin wieder da, denn ich möchte heute ein Video machen, denn es gibt neue Hardboxen aus dem Hause X-Rated und da bin ich natürlich sofort da. Ja, da sitze ich ja quasi an der Kurzwahltaste. Und sobald ich irgendwo lese, X-Rated bringt etwas Neues raus, dann bin ich da und bestelle mir das Ganze sofort, weil ich das einfach gerne tue. Ist ja Gott sei Dank mein gutes Recht und ich bin schon groß, ich darf mir das schon kaufen. Ich schaffe das sogar noch irgendwie. Es sind 4 an der Zahl tatsächlich, die jetzt auf einmal erschienen sind. Super, so kurz vor Weihnachten. Wer würde das nicht tun? Ja? Genial. Ich möchte euch das Ganze wieder ein bisschen näher bringen. Hier gilt wie immer, ja? Nur um irgendwelchen Missverständnissen vorzubeugen. Ich werde jetzt gleich nicht näher auf die Filme eingehen. Warum? Weil ich keine Filmreviews machen möchte. Wieso? Weil ich kein Filmkritiker bin. Es bedeutet, ich möchte euch vor allem die Boxen näher bringen. Wenn euch die Filme interessieren, dann wisst ihr selbst, wie man sich über sowas informiert. Da braucht ihr mich nicht zu. Ne? Und deswegen werde ich das nicht machen. Ne? Also wir gehen natürlich ein bisschen auf die Filme ein. Logisch, was ich habe sie ja erst geguckt, weil... Ne? Wenn ich schon neue Boxen aus dem Hause X-Rated bestelle, dann nehme ich mir natürlich die Zeit und sehe sie mir an. Ja, man soll es nicht glauben, aber das ist ja die erste Amtshandlung, die ich mache. Und damit, nur dass ihr da nochmal informiert seid, ich möchte weniger wirklich auf die Filme an sich eingehen, weil ich einfach halt glaube, dass es zu speziell ist, um jetzt wirklich das auszuklamüstern. Also ich traue mich da immer so nicht ganz so ran, ja. Ich denke, da bin ich einfach auch nur Konsument und ihr müsst euch da euer eigenes Urteil bilden dürfen, ja, und auch wollen. Ich denke, das ist einfach ganz wichtig und ich möchte jetzt nicht sagen, der Film ist nicht gut, weil er mir halt nie gefallen hat und der nächste was verpasst, weil er, ne, der Apple hat gesagt, der ist scheiße, also kaufe ich den nicht und dann hätte ich ihn ganz gut gefunden. Ne? Also ich hoffe, ihr wisst auch, was ich hinaus möchte, deswegen vermeide ich das ganz gerne. Das muss halt jeder wirklich für sich selbst entscheiden. Ich kann euch das Ganze mal näher bringen, schmackhaft machen, wir werden auf die technischen Details eingehen, dann wisst ihr, was ihr bekommt und dann wisst ihr auch, ob ihr euch das bestellen möchtet oder nicht, ob ihr den Film am Ende gut findet oder nicht, ja, das müsst ihr schon selbst ausfinden. Ne? Filme sind ja da, um gesehen zu werden und nie, um besprochen zu werden. Wäre ja vollkommen sinnlos, dann wäre das Ganze ein Hörbuch. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt versucht ihr doch mal, ja, den Pornofilm von 1998, Oma konnte den Stuhl nicht halten, als Hörbuch durchzuziehen. So was muss man sehen, um zu begreifen, was da passiert. Das ist ja vollkommen logisch. Ja. Man muss man eigentlich nicht erklären. Ich tue es an dieser Stelle trotzdem, weil ich habe eine Affinität dazu. Okay, gehen wir rein in die ganze Nummer. 4 Boxen werden es sein, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Und wir starten sofort mit einem Klassiker. Nämlich der großen Hardbox von Das Haus an der Friedhofmauer hier im Ufa-Sternen-Cover. Das Ganze also mit dieser blauen Umrandung. Es gibt auch das Ufa-Punkte-Cover. Das ist dann hier außen schwarz und hat dann solche Punkte und keine Sterne. Wie gesagt, ob die noch so verfügbar sind, das weiß ich jetzt nicht. Einfach mal da, wie gesagt, auf der X-Rated-Fanpage nachfragen. Die können euch doch mehr sagen. Ansonsten geht ihr mal auf die verschiedenen Shops, der OFDB-Shop zum Beispiel, führt X-Rated Hardboxen und dort schauen, was noch verfügbar ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja. Ich bin auch, wie gesagt, immer ziemlich schnell und deswegen ja, passiert mir sowas halt nicht. Ne? Das weiß ich halt dann schon immer ein bisschen vorher. Also nicht vor euch oder sowas, sondern halt, sofern es angekündigt wird, bestelle ich das ja dann sofort. Also das ist dann immer, wenn eine neue Box kommt, dann hänge ich mich sofort ans Internet und will haben. Ne? Genau, das Ganze hier im altbekannten Motiv. Diese Hardbox mit diesem Cover-Ausschnitt hier, also nicht Ufa-Sterne oder Punkte-Cover, sondern mit diesem Cover hier gab es ja schon häufiger von XT, von 84 und so weiter gibt es dort Hardboxen. Also es ist an sich, ne, jetzt natürlich keine neue Veröffentlichung, aber was es ist ein zeitloser Klassiker von Lucio Fulci, einem seiner besten. Viele sagen, sein bester ist jetzt wieder nie so ganz meine Meinung. Ich ziehe tatsächlich die Geisterstadt der Zombies vor, aber ziemlich knapp dahinter ist dann auch schon das Haus an der Friedhofmauer, den ich wirklich super fand.
Was bekommen wir hier in der großen Artbox? Einmal das UFA-Sternecover, so wie ich es eben habe. Das hier ist das Bein mit der Nummer 352. Ich zeige euch das hier mal, genau. Das Ganze wie immer tipptopp verarbeitet, wie man das halt für X-Rated gewohnt ist. Blu-ray-Hardbox. Ja. Dann hier ist einmal das Backcover. Ebenfalls schön gehalten. Limitiert ist das Ganze hier auf 44 Stück. Ich habe noch die Nummer 20, oder? Ich konnte es gar nicht ein wenig schwer sehen. Ja, die Nummer 20. Darin, wie gesagt, befindet sich die Blu-ray-Disc von LFG. Nämlich, also das Ganze gab es schon mal. Habe ich letztens auch geguckt. War super, dann mal wieder zu sehen. Ich habe den schon so oft geguckt, aber das war jetzt doch ein bisschen her. War genial, den mal wieder gesehen zu haben. Schönes Bild gewesen. Das Blu-ray-Bild ist wirklich sehr gut geworden. Sah wirklich hervorragend aus. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Entschuldigung. Hier mit der Blu-ray, wie gesagt, können wir nichts falsch machen. Eine wunderbare Sache. Einmal das Haus an der Friedhofmauer. Und dann machen wir weiter. Ja, dann machen wir weiter mit der Nummer 353 und Dr. Fummel und seine Gespielinnen. Ja. Dr. F. Ummel bzw. Dr. Fummel, ein Film, der Dr. Fummel heißt, den habe ich natürlich als erstes geguckt, könnt ihr euch vorstellen. Da war ich natürlich ziemlich scharf drauf. Das Ganze hier ist ein. Ach, jetzt habe ich es doch schon wieder vergessen. Mensch, Herdes-Videonachbau. Entschuldigung. Genau, das Ganze ist ein Herdes-Videonachbau. Ich habe letztens mit meinem lieben Hille nämlich im anderen Format harte Boxen, weiche Birne drüber debattiert, was das hier für ein Nachbau ist, weil mir nämlich sofort, ich glaube, habe ich Topic gesagt? Also es war auf jeden Fall Blödsinn. Da sind wir drauf gekommen, richtig, es ist ein Herdes-Videonachbau. Und auch so sieht er wieder fantastisch aus. Ein wunderschöner Nachbau, das Ganze. Mit diesem leicht schlüpfrigen Cover. Titten, ja, ich mag ja Titten, muss man sagen. Auch wenn diese Schläuche hier schon ziemlich. Ja, aber damals waren halt andere Zeiten, ne? Also. Ja. Also, es wird auf jeden Fall schon mal die Schambehaarung der Damen hier schon angeteased bei ihm hier, bei dieser Federpuppe da. Ja, super in jedem Fall. Ja, kommen wir gleich noch dazu. Übrigens, das sind die SFFF, natürlich die spezielle Farbfummelfassung. Ja, wenn schon, denn schon. Ja, hier werden keine halben Sachen gemacht. Limitiert auch diese Box auf 44 Stück. Ich habe hier die 21 von 44. Ja, ja, der alte Hurenbock. Aber auch die ganzen Maulhuren haben die Rechnung nicht ohne seine Eier gemacht. Ding Dong. Und das steht da wirklich. Ja, fantastisch. X-Rated at its best natürlich. Ja, das sind eben Boxen, die vom großen Roten X gerne veröffentlicht worden sind. Super, fügt sich nahtlos in die Reihe. Das Ganze bleibt sich treu, ne, und zieht sich so durch mit der Nummer 353, Dr. Fummel und seine Gespielinnen. Filmisch war das Ganze ab FSK 16. Ich nenne es mal noch FSK 16, ja, ab 16 Jahren freigegeben oder für 16-Jährige geeignet, das ist in der heutigen Zeit, bedeutet das also, hier sehen wir exakt nichts. Es sind ein paar Brüste zu sehen und das war's halt. Auch hier, das Ganze ist eine Disc von Unartig, Art groß geschrieben, I got you baby, a label of Movie Max. Also okay, habe ich jetzt noch nichts davon gehört, ja. Ist auf jeden Fall so hier auch schon mal erschienen. Trotzdem jetzt im wunderschönen Herdes-Video-Nachbau. Dr. Fummel und seine Gespielinnen. Wer also schon mal Dr. Fummel bei der Arbeit zusehen wollte, der konnte es hier tun. Dann machen wir weiter mit einem Arcade-Video-Nachbau, was ziemlich leicht zu erraten war, weil hier steht es ja. Leicht abgewandelt, aber es steht so ziemlich da. Ja, fantastisch natürlich. Also, alleine die Box an sich sieht hervorragend gut aus. Ist auch wieder wunderschön geworden. Ja. Das Ganze mit Sahara Cross, ein Film mit Franco Nero, also ein italienischer Actioner. Ja. Es geht, ja, genau, so ein bisschen, ja, naja, kann man das jetzt wirklich so vergleichen? Eigentlich nicht. Ja,
Es ist ein italienischer Actionfilm, ja, sagen wir es mal einfach so. Also ich wollte jetzt einen Vergleich irgendwie zu Mad Max 2 ziehen, aber das ist da, glaube ich, einfach zu weit hergeholt. Deswegen, das sollte ich vielleicht doch nie machen. Ja. Ein italienischer Actionfilm, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Schön mit Franco Nero. War gut gemacht, hat mich gut unterhalten. War an sich stimmig. Ja. Wie gesagt, wenn ihr mehr über den Film wissen wollt, dann schaut ihr einfach mal nach. Da könnt ihr euch ja dann informieren, ob das was für euch ist oder nicht. Ich nenne es jetzt einfach mal schlichtweg ein italienischer Actionfilm der 70er Jahre eben, der mir aber wie gesagt ganz gut gefallen hat. War super, den mal zu sehen, kannte ich vorher auch noch nicht. Hat mich eigentlich ganz gut unterhalten. Ich will jetzt nicht so weit vorgreifen. Wie gesagt, den Rest erörtert ihr bitte selbst. Wie gesagt, das Cover sieht super aus. Das Backcover hier auch wieder limitiert auf 66 Stück dieses Mal. Da habe ich die Nummer 23. Das Ganze von Elfra Film VZ. Also auch nochmal ein Repack tatsächlich. Ja, also Repack. Ja, doch, gut, ja, muss man schon so sagen. Ne? Sieht dann so aus. Das Bein ist fantastisch. Auch sehr, sehr schön. Mit der Nummer 354 und Franco Nero in Sahara Cross. Ja? Wie gesagt, schöne Sache, ja, mit Autoverfolgungsjagden. Es wird da explodieren Fahrzeuge, da ist ja eigentlich alles vertreten. Der ein oder andere lockere Spruch kommt vor. Also wie gesagt, alles, was halt so ein italienischer Actioner zu seiner Zeit einfach gebraucht hat, muss ich sagen, hat sein Klischee bestens erfüllt und hat einfach Spaß gemacht, schön mal zu gucken. Ist mir vorher auch durch die Lappen gegangen. Auch hier, also, ne, hätte Extruded nicht diese Box gemacht, hätte ich Sahara Cross nie geguckt, weil es mich wahrscheinlich dann nicht sonderlich angesprochen hätte. Ja, somit heute schon wieder was für sich. Da sehen wir das Ganze übrigens nochmal. Das ist die Disc. Ja. Auch hier freigegeben ab 16 Jahren, aber das macht in diesem Falle keinen Unterschied. Ja. Also da ist es wirklich wurscht, was da drauf steht. Und das Beste heben wir uns für den Schluss auf, nämlich Bloody New Year. In diesem hervorragenden Cover-Design hier sieht schon wirklich fantastisch aus, das Ganze. Ne? Ein wunderschönes Cover, schön gezeichnet. Das sieht einfach fantastisch aus. Das gefällt mir sofort gut. Das macht mir sofort Lust auf mehr. Das Ganze hier aus der Eurocult Collection. Hier sehen wir das. Der Film war ziemlich trashig, aber hat mir gut gefallen. Also auch hier wird es sehr unterhaltsam. So, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann informiert euch da nochmal, auf jeden Fall ziemlich abgefahren, war echt super, kannte ich auch vorher schon, also habe ich mal auf Video geguckt, tatsächlich vor vielen Jahren, also war mir noch bekannt in Teilen, aber so war, die Schauspieler sind, ja, trashig, aber eigentlich ein schöner Slasher-Horrorfilm, Slasher natürlich auch in Anführungszeichen, wie das jetzt von einem klassischen Slasher ausgeht, aber es ist ein Slasher-Horrorfilm, der gut gemacht wurde, der mich gut unterhalten hat, mit einer schönen Grundatmosphäre eigentlich. Ja, der ein oder anderen auch unfreiwilligen Komik, auch das gebe ich zu, aber das werdet ja solche Filme eigentlich auch mehr auf als ab, muss ich sagen. Also ich habe mich da wirklich köstlich amüsiert. Das Ganze ist super gemacht. Ja. Hier haben wir diesmal eine Blu-ray von X-Rated selbst. Ja. Und die Nummer 355. Das Ganze hier ist limitiert auf jeden Fall auf 66 Stück. Ich habe hier die Nummer 20 von 66, Hardbox Cover A. Hier sehen wir das dann noch einmal von LFG. Jetzt schaue ich da mal rein. Die hängen da nämlich auch mit drin. Genau. Das Ganze ist eine Blu-ray-DVD-Kombo. Da haben wir nämlich hier noch die DVD drin. Die Blu-ray habe ich entnommen, die DVD ist noch drin. Also Doppeldisc. Und Whaler for Money, ne? Auf jeden Fall. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Eigentlich nichts. Ne? Ich denke auch, das reicht so. Ihr habt es mal gesehen. Wenn euch der Film interessiert, dann schaut ihr da mal nach. Ne? Informiert euch darüber und dann könnt ihr euch das gute Stück noch bestellen. Gibt es auch im Mediabook natürlich. Könnt ihr also auch im Mediabook euch dann kaufen, wenn ihr das möchtet. Steht natürlich jedem frei, wer das machen will. Und kann dann hier nochmal zu Bloody New Year greifen. Das lohnt sich auch in jedem Falle. Bildqualität übrigens, hier konnte ich wieder was ansprechen. Bei den anderen beiden Repacks
gehe ich jetzt mal weniger darauf ein, da war das Bild okay, das sind DVDs, ne, das hat schon gepasst. Der Dr. Fummel war gut, der hat eine gute Qualität gehabt tatsächlich. Sah gut aus. Der Sahara-Cross hat auch gut ausgesehen. Also für eine DVD auf jeden Fall tipptopp. Hier haben wir aber dann nochmal eine Blu-ray. Das ist natürlich wieder eine andere Hausnummer. Das Bild ist wirklich gestochen scharf. Also hier haben wir wirklich wieder gute Arbeit geleistet. Das musst du aus dem alten Schinken erstmal rausholen. Hut ab dafür. Ist super geworden. Hat sich angenehm gucken lassen. Knackig in HD. Nie, dass ich größeren Wert drauf legen würde. Zwar, aber ist eben so. War eine super Sache. Hier nochmal die Disc, wie gesagt. Und damit bin ich dann auch schon am Ende für heute mit den vier Neuveröffentlichungen aus dem Hause X-Reddit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut doch beim nächsten Mal mal wieder rein. Da machen wir mal wieder was zusammen. Nee, warum nicht? Man jetzt, wo Corona wieder sich am Ausbreiten ist, weil Schnupfensaison ist, ja, ist es doch super, wenn wir uns quasi so cybermäßig treffen und dann miteinander irgendwas starten. Ja. Also, können wir gerne tun. Das ist ja dann kein Problem. Ne? Da sind wir dann alle nicht so alleine, wenn wir jetzt bald dann wieder zu Hause sitzen und vor uns hin vegetieren. Ne? Und überall hier an der Stirn so blaue Flecken und weil wir über das Scheißhauspapier im Flur gefallen sind, dass wir dort horten. Ja. Es werden wieder wilde Zeiten. Ja? Aber das macht nichts. Mein Nachbar, der die Bildzeitung abonniert, das heißt, mir würde das Klopapier nie ausgehen. Und wie das gemeint ist, das könnt ihr jetzt alle für euch selbst entscheiden. Buh.